wenn wir falsche Religionen, Leuten aus falschen Religionen damit konfrontieren beim Seelengewinn, dass Jesus Christus nicht nur der Sohn Gottes ist, sondern auch selbst Gott ist, etwas, was manche entgegnen, ist ungefähr sowas wie, aber es ist doch Jesus, der am Kreuz gestorben ist und nicht Gott. Also, sie glauben, viele falsche Religionen, viele falsche sogenannte christliche Religionen, sie lehnen die Gottheit Jesu ab, aber sie glauben zwar, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben ist, aber sie glauben nicht, dass er genauso Gott ist, wie der Vater Gott ist. Okay. Wie kann man das erklären, dass Jesus Christus Gott ist? Ja, viele, wie gesagt, falsche christliche Religionen, sie wollen das nicht verstehen, dass Jesus nicht nur der Sohn Gottes ist, sondern auch selbst Gott ist. Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also nochmals, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er, auf wen bezieht sich das er? Es bezieht sich auf Gott, denn das ist das Wort, das unmittelbar davor steht. Das einzige Wort, auf das sich er logischerweise beziehen muss in diesem Satz, die er, die Gott durch sein eigenes Blut erworben hat. Also, lass mich dir die Frage stellen, welches Blut wurde am Kreuz vergossen? Gottes Blut wurde am Kreuz vergossen. Also dieser Vers ist ein guter Vers, um jemandem zu zeigen, ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist am Kreuz gestorben und Jesus Christus ist Gott. Denn welches Blut wurde vergossen am Kreuz? Es ist Gottes Blut. Also ja, Gott ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Amen. Das ist, was die Bibel hier eindeutig lehrt. Ein super Vers, um zu zeigen, dass nicht einfach ein Mensch am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Es ist Gottes Blut, das vergossen wurde. Gott ist am Kreuz gestorben. Denn es gibt Leute, die tun sich schwer damit, wenn sie aus einer falschen Religion kommen, dieses Konzept zu verstehen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, der Sohn Gottes, und dass der Sohn Gottes aber genauso zu 100% Gott ist wie der Vater Gottes. Gottes Blut wurde am Kreuz vergossen. Apostelgeschichte 20, Vers 28, unbedingt markieren in deiner Bibel, so ein wichtiger Vers.